Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Factorio. So, ihr seht schon einen gewissen Unterschied. Ja, wir haben Wo die liegt denn Raumschiff? Map gewechselt. Kurze Erklärung dazu. Und zwar war es halt in der alten Map so, dass wir sozusagen, ja, ich hatte persönlich noch nie irgendwie mit großartigen Monstern gespielt und dies und das. Und wenn das mal so ist, habe ich es halt sehr low eingestellt sozusagen. Raffi hat die Verbindung zum Spiel verloren, sehr gut. Und da haben wir, dachten wir uns halt, ich dachte mir, ach komm, mach's eben nochmal eine neue Map, spielst auf das Stück vor, wo wir waren sozusagen. Und das haben wir jetzt gemacht. Und wir haben sogar noch das Raumschiff stehen lassen. Das Raumschiff stehen lassen. Und wir würden euch mal ganz kurz rumführen jetzt. Raffi hat es Ja, auch und schon es gesehen, ist. Pascal hat auch schon ungefähr gesehen, was es ist. Und dann Nur machen so wir ganz einfach knackig. ungefähr da weiter, wo wir aufgehört haben. Machen wir keine Roomtour, sondern eine Fabriktour mal, würde ich behaupten, Freunde. Factory Tour. Genau, eine Ja, hier sind wir Factory-Tour. Huch. abgestürzt. Und hier ist die Stromerzeugung, die man unschwer erkennen kann. Die ist jetzt gerade nicht ganz so gut ausgelastet, einfach weil wir keine Forschung mehr haben. Aber die ist schon ein bisschen größer als beim letzten Mal, oder? Ja, durchaus. Ich habe es halt direkt ein bisschen größer gebaut. Jo, dann geht's hier weiter mit dem Forschungskomplex. Ich kann einfach mal da Icons anmachen. Wir haben hier sozusagen die Forschung. Die ist auch ein bisschen anders gebaut. Und zwar haben wir hier jetzt die Anlieferung sozusagen von einer Seite, die roten und grünen Fläschchen. Und von der anderen Seite kommen dann die anderen Fläschchen, weil hier einfach nicht mehr genug Platz war. Die werden Und durchgereicht. genau, die werden dann halt die werden ganz normal durchgereicht mit diesen Greifern hier, mit den gelben und blauen. Und die anderen werden dann aber, damit die nicht wieder zurückgereicht werden, diese grünen und blauen Fläschchen, weil sonst ist halt ein großes Kuddelmuddel, haben wir hier filternde Greifarme reingesetzt, die halt auf der Blacklist oder auf der Negativliste diese beiden Fläschchenarten haben. Somit reichen die dann nur die hier durch, die dann hier drankommen. Und ich frage mich gerade, warum das auf zwei Seiten ist auf dem Förderband. Das ist eine echt Gute gute Frage. Frage. Jo. Fehler. Da kommen auch noch die blauen Fläschchen als nächstes, die brauchen wir dann, die Chemiefläche. Genau, wir haben hier die rote Fläschchenproduktion. Einfach recht kompakt, ist halt auch nur so. Und dann ist hier die grüne Fläschchenproduktion. Hier haben wir Eisenzahnräder und grüne Schaltkreise zum Mitnehmen. Bitte nicht Steuerung Linksklick, dann sind das nämlich ziemlich viele. Ja, also wie gesagt, ich habe alles etwas effizienter, kompakter gebaut als jetzt auf der anderen Map. Dann haben wir hier die Eisenproduktion. Dann haben wir schon wieder ein paar Miner, die nicht, die sozusagen nicht mehr können. Und ach so, was ich auch noch verstellt habe, ist, ich habe die Ressourcen, die so ein bisschen vergrößert haben, sozusagen, habe ich auf Normalzustand gemacht. Genau, dann haben wir hier die schwarzen Fläschchen. Hier haben wir rote Munition und Granaten. Und ja, was gibt's noch? Da drüben ist Kupfer. Da Öl. ist die Kupfermine, die müssen wir irgendwann mal vergrößern, aber im Moment reicht's völlig. Hier sind Steinchen, die werden dort rüber geschickt für die Ziegelsteine. Hier ist die Stahlproduktion. Und hier ist dann Hier sind der, erste genau, hier Chemiefabriken. ist der Bahnhof. Das ist nur provisorisch, wenn ihr euch wundert, warum hier noch eine Schiene, dritte Schiene lang geht. Einfach nur für die erste Produktion. Und hier wird dann sozusagen aus Alkangasen, Flüssiggas, Plastik gebaut. Das ist dann so, das sind so ziemlich da, wo wir dann weitermachen. Hier ist die Kohlemine und wir haben auch schon einen Teil der Basis komplett umringt. Also übrigens für alle Chemiker, die nicht wissen, also für alle Nicht-Chemiker, die nicht wissen, was Alkangase sind, es handelt sich dabei um Methan, Ethan, Propan und Butan. Das sind Damit die können wir jetzt bestimmt mehr Alkangase. anfangen, ganz ehrlich. So, hier haben wir Ja, Methan Schwefelproduktion, und das brauchen wir auch Propan, das noch. kennen die Leute doch. Schon mal. Ja. Genau, hier ist dann halt erstmal nur so Methan ist provisorisch das Zeug, von das Raffi wir gebaut. ausstoßen, was unsere Atmosphäre verpestet. Richtig. Und Propan ist das, was in einem Gasgrill ist. Richtig. Ich weiß nicht, haben wir eigentlich eine Mod, mit der ihr in die Waggons einsteigen könnt, oder könnt ihr das so? Ist das eine Mod? In die Waggons einsteigen? Nee, okay, das ist eine Mod. Es kann Ah doch, nur es eine geht! Person sein. Raffi, Ich komm mal kann mit in den Zug. einsteigen, an die Waggons einsteigen, Raffi, ab in einfach den so. Zug! Und bau dein Auto da weg. Der hintere Waggon ist doch frei. Tatsächlich, ich kann im. Aber der Zug ist Was auch gleich schon heißt, ich weg. kann im Flüssigkeitstank sitzen? Ja. Ja. Also, ich bin eine Flüssigkeit. Ja.
Ich auch. 70% bei zumindest. Bei jedem Tank ist auch noch was drin, bei dem nicht was hier. Ey, ich dachte, du bist drin, ey. So, das sah rein mit so dir. Aus. Call, ich bin versehentlich ausgestiegen. Ja, aber Trafi, du hast immer das Glück, dass du in einem leeren Tank bist. Ich bade dir gerade noch ein Rohöl. Ach, das ist. der Tank ist doch eh nur zu einem Achtel voll. Also zu 3,4k, aber es ist trotzdem ein bisschen Öl, was ist da drin ist. Ne, von 21.000. Mit den Füßen in 25. Stark viskosem Öl. So, genau. Hier haben wir unser Ölfeld, das ist ein Stück größer, das muss man so auch erst freischießen. Weil wir sehen hier auch, es sind wesentlich mehr Monster, die breiten sich auch aus. Also wir müssen ab und zu mal nachschauen. Und wir ein paar Markierungen setzen. Zum Beispiel ist das hier jetzt Nest mit Prio 1. Hm. Ja. Ich komme auch mal aus dem Ölwaggon. Ist nicht so genau. Bequem. Und jetzt haut unser Zug ab. Toll. Wie gesagt, wir brauchen Personenverkehr. Genau, das ist die Ölförderung, die können wir noch erweitern. Einrichten. Ja, ich auch für. Die wollen einen extra Personenverkehr einrichten, wäre ich aber auch für, muss ich sagen. Ja gut, dann brauche ich jetzt mal eine Lok, habe ich nicht mehr. Jetzt hat der Chief dafür gekriegt, dass der Zug 1000... Deshalb war es Kyle vorhin erst gekommen, letztes Mal, als ich ihm die Map gezeigt habe. Raffi, du kriegst mir dein Auto wieder. So, wir fahren zurück, ne? Ich habe mein Auto immer noch. Moment, nein, hast du nicht, ich habe es dir gerade gegeben, weil ich es abgebaut habe. Bin gleich da. Nein, du hast das Auto nicht Schugi. Abgebaut, ich hab das noch in meiner Tasche, meiner. Ja, ich weiß, ich hab's dir abgebaut und jetzt gerade dir wiedergegeben. Echt? Ja, und du hast einen kaputten Geschützturm, der einen weiteren Inventarplatz blockiert, das ist nicht so schlau. Ich weiß. War zu faul, ihn zu reparieren, jetzt ist er wieder meine. Dann kommen wir die richtige Person. Achtung, einsteigen! Hinbauen. Ich bin drinne. Raffi nicht. Richtig. Der muss jetzt laufen. Muss jetzt laufen? Komm, wir... Nee, ich warte, muss aber sagen, was ich echt nicht so hübsch und optimal finde, ist, dass die Gleise halt voneinander entfernt sind. In die jeweilige Richtung. Ja, die haben halt ein bisschen Abstand. Das ist, da kannst du mit einem Strommast dazwischen bauen oder so. Ist ganz praktisch. So, wir müssen mal irgendwas Produktives machen. Wir haben... Personenbahnhöfe bauen. Personenbahnhöfe gibt es schon, soweit. Wo sind denn die Personenbahnhöfe? Na, da gibt's einen. Der heißt zwar Eisen, aber den können wir auch als Personenbahnhof nutzen. Ich dachte, also brauchen wir ein paar Motoren. Eisen und Kupfer extra anbringen, deswegen... Ich würde da einen extra Personenbahnhof bauen. Nicht ja, das ist halt diese dritte Schiene, die du da siehst. Das Problem ist, dass wir da gerade noch die provisorische Ölversorgung haben. Weil ich dachte, wir haben einmal Eisen, einmal Öl und einmal Kupfer als drei Gleise. Nee, warum Kupfer? Ah ja, da... Ja, nee, sind Steine. Wenn dann wären es Steine. Aber. Scheine. Ja, dann bauen wir halt noch ein viertes Gleis, meine Fresse. Ich würde am Zugsystem sowieso noch ein bisschen umbauen. Das sind wir als Eisenbahnerfreund, fällt das nicht. Nein, 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 nein. Das habe ich gebaut. Ja. Sag bloß nichts dagegen. Ich sag nur, dass es nicht optimal ist. Aber nicht. Der Bahnhof wird sowieso noch größer. Das Problem ist nur, dass wir hier auch. Eine Bahnhof ist noch einiges. So viel größer können wir den gar nicht machen, weil hier muss ja eine Ladestation hin, da kann nur noch eine Schiene hin. So brauchen wir erstmal Klippensprengstoff. Ja. Ich würde ihn aber trotzdem noch optimaler bauen. Wenn man hier die Klippen gesprengt hat, könnte man auf jeden Fall noch optimaler umbauen. Eben, aber jetzt nicht. So, wir haben Schnefel. Und wir brauchen. Haben wir eigentlich heute Schienenproduktion? Wir brauchen. Nein, haben wir nicht. Wir brauchen Motoreinheitenproduktion. Und erweiterte Schaltkreiseproduktion. Plastik wird dort oben schon gebaut. Das müsste nur noch jemand entladen. Okay. Für rote Schaltkreise brauchen wir Kunststoff, elektronische Schaltkreise und Kupferkabel. Das heißt, wir brauchen Kupfer, Eisen und eigentlich alles. Und wir brauchen auch erweiterte Schaltkreise mal für die modulare Rüstung. Übrigens, okay. Nicht wundern, wenn ich euch auf irgendwas nicht sofort antworte, bei mir in der Wohnung ist gerade noch parallel zu dem, was wir gerade aufnehmen, ein E-Sport-Event. Ja, eine Videokonferenz, sodass die Hälfte der Netzwerkbreite schon dadurch. Ach, das guckt euch das ja steil. Die andere Hälfte durch Discord. Ja, gut. La, 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 la. Also, wenn ihr euch irgendwie was zu tun suchen wollt, gerne.
Das nicht, weil... Wow. Weil ich keine Rohre habe. Ey, diese elektrischen Schaltkreise gehen so langsam. Auf der Karte... Achso, wir haben eine neue Mod installiert. Apropos, wir haben eine neue Mod installiert. Und zwar haben wir die sogenannte Tank-Erweiterungsmod oder so installiert. Und diese fügt in erster Linie natürlich neue Panzer hinzu. Ich muss ganz kurz gucken. Das ist ein Artilleriepanzer, das ist ein, das sind Reparaturkits 2, das können wir also sozusagen verbesserte. Und es gibt eine Sniper Rifle. Das Scharfschützengewehr. Also genau, das Scharfschützengewehr. Und zwar kann ich jetzt hier hinten stehen. Eigentlich habe ich Raffi überhaupt nicht in der Reichweite. Aber ich kann ihn trotzdem abknallen. Au. Ey, hallo, ich sterb gleich. Ich sehe deine Trefferpunkte, Pascal. Bleib immer locker. Ich gehe angeln. Viel Spaß. Gut, wir haben hier Plastik. Das Plastik brauchen wir für rote Schaltkreise. Warum produziert der immer noch nichts? Weil ich Rohre gebraucht habe für das Ding. Genau, so. Okay, was brauchen wir dafür noch? Genau, Kupferkabel und grüne Schaltkreise. Das heißt, wir bauen die... Was haltet ihr davon, wenn wir die rechts neben der Forschung bauen? Dass wir da im Wald da so vielleicht dezimieren? Da haben wir auch gleich Wasser für alles. Wir brauchen Wald. Können wir machen. Gut, dann müsstet ihr nur mal den Wald abbauen. Dann habt ihr wenigstens mal was Sinnvolles zu tun und lauft nicht die ganze Zeit nur rum. Ich laufe die ganze Zeit nur rum. Sinnvoll. Ja, ja. Ich sammle Ressourcen. Und platzierst sie dann überall auf dem Boden oder was? Eben overpowered. Nein, für den Fall, dass ich sie immer mal brauche. Also wo soll ich denn weiter abholzen? Rechts neben der Forschung. Rechts, ich baue mir jetzt erstmal eine modulare Rüstung. Sind absolut viel zu stark. Man kann sich mit den, man kann die nämlich einfach spammen, um sich selbst zu heilen. Das heißt, man kann in einem riesigen Haufen aus Viechern sitzen und trotzdem nicht sterben, einfach weil man genug Fische hat. So, Profi-Tipp zu Ende. Mauer müssen wir dann auch ein Stück erweitern. Weil die greifen uns auch, weil sobald die Viecher in dem Radius hier sind, in diesem Schmutzradius, dann fangen die auch an, uns anzugreifen. Also beispielsweise hier oben diese kleinen Nester, die können wir doch mal vernichten gehen. Haben jetzt beim letzten Mal noch gesagt, ich soll jetzt noch keine Mauern bauen, weil noch sind wir nicht nah genug an den Viechern dran, aber... Ja, aber irgendwann kommen die halt. Ja, aber ich durfte noch keine Mauern bauen. Also mir hat es verwehrt, Mauern zu bauen, aber selber baust du jetzt die Mauern hin. Na, ich habe einfach nur ein paar Mauern gebaut, die ich noch hatte vorm Kämpfen. Das waren 18 Stück, das ist nicht so viel. So. Also, Wald abholzen. Macht ja. Sinn. Ja, wir sind schon fleißig dabei. Genau, wir brauchen Kupferkabel und Eisenplatten. Ich kümmere mich mal um die vielen rumliegenden Steine hier im Wald. Genau, wir brauchen dieses Band hier. Ich wollte gerade sagen, sind überall Steine. Wieso sind im Wald so viele Steine? Weiß ich nicht. Es ist ein Steingarten. Das ist ein relativ steiniger Nein, es ist ein Steinbaumstumpf. Kennt ihr das Problem von roten Fließbändern? Warum? Nein. Ich hab immer noch nicht genug. Sie tragen einen weg. Geschwind. Freu dich doch auf blaue Fließbänder, die dich dann noch schneller wegtragen. Yay! Fließbandimmunität ist am Start. Tobi, also wir werden fertig mit abholzen. Ja, dann baut er schon mal was. Was soll man denn bauen? Wir geben uns Anweisungen. Wir können doch nicht selbstständig handeln. Was ist denn das, selbstständiges Handeln? Komische. Kenn ich nicht. Raffi, du baust bitte mal eine rote Fließbandproduktion. Dann hast du was zu tun. Schön. Und ersetzt dann mal dieses gelbe Fließband sehr damit. Kann ich machen. Demnächst. Wenn ich eine ordentliche Rüstung habe. Ab und dann bin ich zu selbstständigem Denken fertig. Allerdings nur, wenn ich es will. Macht Sinn, oder? Ja. Ja. Warum haben wir keinen Strom mehr? Als ob das immer noch nicht verbunden ist, Alter. So eine Kacke. Wer hat hier irgendeine Leitung gekappt? Mit der die nicht mehr auf zwei Stellen mindestens verbunden sind.
Ich würde sagen, wir sollten vielleicht mehrere Leitungen bauen. Hab ich doch gerade gemacht. Achso, so, Tobi. Ich brauch Fließband. Pascal, wir haben übrigens einen fabrikweiten Hauptschalter, mit dem wir die gesamte Fabrik auf einmal kaputt machen können, indem wir den Strom. Was heißt kaputt machen? Sie macht da nur nichts mehr. Ja, das ist gerade vorgeführt. Ja. Richtig cool, der Stromschalter, ey. Tobi steht auch am Hauptschalter dran. Nicht anfassen, steht unter Strom. Sonst alles erlaubt eigentlich. Außer dran rumspielen. An, aus. Ah ja. Warum ist denn ein Eisenband ohne... Achso, damit gebaut. Verstehe. Ich kann sogar theoretisch noch sagen, dass... Ich hab kurz was anderes zu tun, ich muss mir meine modulare Rüstung bauen. Bedingungen an- und ausgeht. Oh, ich Batterie, ey, oh. Ich mache mir jetzt mal einen Raketenwerfer. Pff, sonst nichts zu tun, wir haben zwar noch keinen Sprengstoff, aber... Mach erstmal einen Raketenwerfer. Was brauchen wir eigentlich für Sprengstoff? Weiß ich nicht. Chemiefabrik. Schwefel und Wasser. Und Schwefel. Das Schwefel müssen wir sowieso nach dort oben bringen. Schwefel müssen wir sowieso nach dort oben führen. Das ist einfach voll, ey. Ich dachte, wir brauchen Schwarzpulver und Sand. Schwarzpulver und Sand war gestern. Warum sind die heute voll? Machen wir heutzutage. Ach, weil die nicht schnell genug sind. Ach, okay. Heutzutage macht. Außerdem ist TNT was anderes. Das normale auf Schwarzpulver basierende Bomben. Ja. So, das ist so traurig, wie in der ganzen Fabrik einfach nur so ein paar Öfen laufen. Ja. Was wir machen, wir alles. Produzieren also, ist zu wenig. Also die Bänder sind doch alle gut gefüllt. Ja. Beim Stein stehen die Öfen einfach still, weil es einfach nichts zum Abladen gibt, weil einfach Stein nicht verbraucht wird. Anschein nach. Weil ja, die werden für schwarze Fläschchen nur gebraucht, die Steine, und die schwarzen Fläschchen sind einfach komplett vollgelaufen. Du willst doch eine Mauer bauen, da wird dann wieder Stein verbraucht. Richtig. Aber wir haben keine Forschung drin, deswegen. Ja, weil wir einfach nichts forschen können. Ja, wir brauchen erst Chemie. Blaue Fläschchen. Also wir sollen jetzt Chemie finden. Alles braucht blaue Fläschchen, was wir noch aktuell ja da haben. So, okay. Das macht dann auch Sinn, warum dann nichts mehr klappt. Dann kann ich bis ein paar Mauern, paar Steine mal einsammeln. Aber ein paar Mauern kann ich einsammeln, so rum, eher. Ja, Steine einsammeln, damit kannst du, einen schönen Boden bauen, aber was Sinnvolles kannst du damit nicht. Ich sammle Mauern ein, damit die Mauernproduktion mal wieder, ja, Fahrt aufnimmt. Raffi, du läufst bei mir auf der Stelle, das sieht ziemlich ulkig aus. Interessant. Was sieht ulkig aus? Dass du auf der Stelle läufst. Wenn du die Verbindung verloren hast. Ist halt gewesen, gerade Verbindung verloren. Mal wieder. Weil... Ja, hast du vorhin schon erwähnt. So... Tobi, weißt du, was echt witzig ist? Nein, aber du wirst es schon gleich sagen. Bei der Mauernproduktion arbeiten nur 4 von den 6 Fabriken, weil zur letzten Fabrik überhaupt gar keine Steine durchkommen, weil die schnellen Greifer viel zu schnell greifen müssen. Bauen schnelles Band hin. Raffi, hast du schon die roten Bänder fertig? Dann können wir das machen. Nee, ich bin noch dabei. Also, was brauche ich für rote Bänder? Aber wir brauchen keine schnell auch. Leute, Angriff! Ah, okay, die Ölförderung wird angegriffen. Scheiße. Wir haben doch einen Zug hier stehen. Ja! Hoffe ich mal. Könnten natürlich Gleise durch die ganze Ölförderung verlegen und dort einen Zug durchfahren lassen, der dauerhaft die... Ey, nicht mich überfahren, bitte. Wow. Du läufst doch rein, weißt du? Ganz kurze Frage, haben wir eigentlich schon Geschütztürme? Ja, haben wir. Nein, haben wir noch nie. Das ist nicht eine der ersten Forschungen oder so. Ja. Oh Gott! Nee, ich meinte als Produktion. Ey, die Beißer nehmen gerade alles auseinander, ne? Ja, und ich komm nicht rüber, weil kein Zug ist. Ja, dann hol ihn dir.
Wo ist er? Wer ist denn jetzt schon aus dem Zug gefallen? Ah, da kommt der Zug. Okay. Naja, ich kann gerade gerufen hab. Ey, das ist alles wirklich peinlich. Ja. Gut, dann Raffi einmal einsteigen. Ah, ich habe nur eine normale Pistole. Ja, selber schuld, ganz ehrlich. Ich habe eine normale Pistole, eine Sniper und ein Maschinengewehr. Aber ich Raffi, hinten rein. Los! Ich habe auch nur normale Munition. Gut, das sind nur zwei irgendwie so Beißer oder so. Ach so. Ich habe aber auch nur 10 normale Munition, aber ich habe ein paar Granaten eingepackt. Die benutzt du bitte nicht. Ein paar Granaten habe ich so auch. So unverhältnismäßig. Das ist überhaupt nichts unverhältnismäßig. Und außerdem könnte man. Ja, es sind halt nur zwei Beißer, ne? Die Ölproduktion vielleicht zerstören. Ja, die. Dafür, dass es nur zwei Beißer sind, zerlegen sie. Sind sie hier aber ordentlich und zerlegen. So, bitte tot. So, Stromversorgung wurde unterbrochen, ne? Ich habe aber, ach, kein Kupfer habe ich, deswegen kann ich keinen Strom bauen. Okay, du machst die Rohre. Ich nehme noch mal so ein, ja. Ich hol uns den Zug wieder zurück. Mach das. Siehst du, kannst sogar doch mit Eigeninitiative denken. Voll krass. Was eine Fähigkeit. So, wo kamen die her? Wahrscheinlich ist irgendwo ein neues Nest entstanden, das wir noch nicht entdeckt haben. Weißer Haus und Stadt. Vielleicht. Na, hier haben wir halt Nester vernichtet. Wo geht Tobi hin? Warum hat Tobi Ah, guck mal, hier Auto? Ist das Nest. Hier ist es. So, hat jemand Lust? Ich komme. Mal sehen, ob ich heute überhaupt eine Verbindung habe, mit der man Auto fahren kann. Oder ob der Charakter mal wieder zu betrunken ist, um Auto zu fahren. Ich glaube, der Charakter ist zu betrunken. Hier zum Klippensprengstoff, was fehlt uns da eigentlich jetzt noch? Was wir da machen müssen für einen Klippensprengstoff? Weiß nicht, was uns da noch fehlt. Chemiefläschchen, usually. Ja, gut. Und blaue Fläschchen, wie machen wir die? Komm. Muss ich mal selber nachschauen. Einen ist weniger. Erweiterter Schaltkreis, Schwefel- und Motoreinheiten. So, hat sich hier noch irgendwer rangetraut? Hey. Junge, warum steigst du die ganze Zeit wieder aus? Lag. Ich das Spiel braucht immer ewig, um mich zum Einsteigen zu bringen und dann gehe ich nochmal noch mal und dann aus. Denkst du, das ist das Problem. Ja. Können wir ein bisschen mehr Action hier zeigen. Ich habe jetzt auf Eigeninitiative beschlossen, das Bahnnetz doch ein bisschen umzubauen, sinnvoller zu bauen. Ich schaue es mir dann an. Dann mach halt. Kein stört das. Ne, mich stört's, weil ich mir da das Grauen angucken muss. Es wird kein Grauen. Spielt doch auch TF2, ihr solltet doch inzwischen ein bisschen was. Ja, aber du hast einen Unterschied in Factorio und TF2. Weil. Ach so, du nutzt den Geschützturm. So, Raffi, warte mal bitte. Raffi, warte mal bitte. Wie wir das Nest dann vernichten und wie es dann weitergeht mit der blauen Fläschchenputzer, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.